Das heißt, unser Ausgangspunkt sind wieder vier Kästchen. Importeur und Exporteur und darüber die jeweiligen Hausbanken. Vier Kästchen. Wieder haben wir die Verknüpfung durch einen Kaufvertrag mit der Variante, jetzt steht da nicht DP, sondern LC, Letter of Credit. Das heißt, die Zahlungsmodalität ist jetzt eine andere. Und jetzt muss man sich nur eines merken, dass nämlich jetzt der Importeur seinen Arsch bewegen muss und nicht der Exporteur. Wenn Sie sich das merken, dass jetzt die Dynamik links losgeht beim Importeur und nicht rechts, wie vorhin beim Dokumenteninkasso, kriegen Sie alles auf die Reihe. Das heißt, der Schritt 2 geht jetzt links los beim Importeur und zwar muss der jetzt was machen in Bezug auf seine Hausbank, nämlich einen Akkreditiveröffnungsantrag stellen. Also notieren wir Akkreditiveröffnungsantrag. Das prägen Sie sich bitte ein. Die Dynamik geht beim Akkreditiv beim Importeur los. Der muss seinen Arsch bewegen, während beim Dokumenteninkasso der Exporteur seinen Arsch zunächst bewegen muss. Und was tun muss? Die Ware bringen und die Dokumente zur Bank. Ja? Hier muss der Importeur beim Dokumentenakkreditiv gegenüber seiner Bank einen Akkreditiveröffnungsantrag stellen. Also müssen wir zunächst mal klären, was ist. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.